Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen heute zu einer Runde MW2, Alter, da habe ich richtig Bock drauf. Ja, ich wollte die letzten Tage auch noch ein paar andere alte COD spielen, aber die Server sind offline. Dazu eventuell die nächsten Tage ein richtiges Busted-Video, Freunde. Ehrlich, aber gut, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ja, ich suche mal ein Rötchen TDM, würde ich sagen. Mal gucken, wie die Lobbys sind. Und dann sehen wir uns gleich in der Lobby. Es gibt noch ein paar Sachen zu bequatschen. Also, bis gleich. So, Freunde, es gibt eine Runde frei für alle. Und ich glaube, das ist auch wieder eine Hacker-Lobby. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ich glaube, ich suche jetzt schon eine halbe Stunde nach einer guten Lobby. Das ist zum Kotzen, Alter. Das ist wirklich zum Kotzen, dieses ewige Ungehacke hier in diesem Spiel. Das kostet mich manchmal echt die Nerven. Egal. Ja, und zwar wollte ich nochmal ein, zwei Sachen mit euch bereden. Und zwar folgendes. Ich muss mal kurz hier mich konzentrieren. Da kommt nämlich, glaube ich, einer. Ich muss mal kurz campen. Folgendes, Freunde. Und zu viel reden und jetzt muss ich wirklich voll konzentriert. Ich will eine Top 5 Serie auf diesen Kanal hier bringen. Das habe ich schon vor einiger Zeit mir vorgenommen. Komm, Double Kill! Ah, scheiße. Top 5 Pack Reaction. Würde ich ganz nice finden. Und zwar schickt ihr mir dann einfach eure Pack Reaction ein, das ist klar. Und wichtig ist halt auch, dass ich, also die Mail, wo ihr mir das schicken könnt, ist ganz oben verlinkt. Wichtig ist aber, dass ihr halt auch direkt schon in den Betreff etc. reinschreibt, was ihr gezogen habt. Also wenn ihr da, oh, ich hab einen Notfallabwurf dabei, das ist belastend. Wenn ihr, keine Ahnung, Mertesacker gezogen habt, du, das juckt mich ehrlich gesagt nicht. Ja, also schickt mir geile Sachen ein. Was, von wo? Oh, jetzt bin ich tot. Ja, super, Alter. Das war's wohl mit meinem Notfallabwurf, glaube ich. Komm. Ah, so geile Sachen sind da auch nicht drin, ne? Ja, sehr schön. Sehr schön. Oh mein Gott, wie die beiden Predators out of map sind. Egal. Scheiß drauf. Also, ihr schickt mir da einfach eure Sachen ein. Und als ersten Platz, Freunde, als ersten Platz gibt es eine Elgato zu gewinnen. Was ich sehr fresh finde, würde ich mal behaupten. Also eine Elgato im Wert schon mal, sagen wir, von 180 Euro als erster Platz. Und wir machen die Serie so ein bis zweimal im Monat. Finde ich schon ganz fresh. Und mal schauen, vielleicht kriegen wir auch noch den einen oder anderen Sponsor mit rein. So Maustastatur wäre auch nice. Schauen wir mal, was sich da noch ergibt. Ich weiß nur eins, MW2 macht gerade übelst Laune. Da kommen wir schon zum nächsten Thema. Ich weiß nicht, wie es euch geht. COD4 Remastered ist draußen. Und das ist ein gutes Spiel. Keine Frage. Ne? Aber es ist halt für mich nur Langzeitmotivation dabei. Denn ich habe dieses Spiel schon auf der PlayStation 3 damals durchgespielt. Das heißt, dieses ganze Leveln etc. kenne ich schon. Weiß nicht, wie es da euch geht, aber da bin ich doch dann eher lieber der Oldschooler, der einfach alle CODs querbeet spielt. So wie ich drauf Bock habe. Dazu muss ich sagen, vielleicht kommt die Tage nochmal ein Busted-Video, denn die MW3-Server sind offline, auch die Black Ops 2-Server, was ich absolut passiv finde. Sollte sich das nicht ändern, gibt es ein absolutes Busted-Video auf meinem Kanal, also auf diesem Kanal hier. Der ist tot. So, die Runde scheinen wir noch nicht ganz so sicher zu gewinnen, wie ich es eigentlich gedacht hätte. Jetzt bin ich mal raus aus dem Bunker. So, ein Kill noch, dann habe ich nochmal Harrier. Hinter mir. So, links ist er. Ne, jetzt hier durch. Besser ist. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er Aimbot anhat, so wie der schon geaimt hat. BWL, ja, das ist nämlich auch der hier mit der Sniper die ganze Zeit dicht dran ist. Und wie ihr mitbekommen habe ich eigentlich keine schlechte Runde gespielt. Das heißt, wenn wir hier nur Zweiter werden, dann habe ich es trotzdem gewonnen. Weil diese ganzen Aimbot-kleinen, dreckigen Muschi-Lecker hier,
einen auf den Sack geben. So ein ME2 Remake, das wäre nochmal was, wo ich sagen würde, ey, das wäre ultimativ geil, das zu remake. Ach, ich habe mir da keine Sentex dabei gelassen. So, schauen wir mal. Vielleicht gewinnen wir das hier noch, aber ich vermute nicht. Hä? BTF? Hab ich hier einen gewallbankt oder? Komisch, was war das denn gerade? So, na, die Runde werden wir noch verlieren. Obwohl ich voll abgegangen bin eigentlich. Also, finde die Runde jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht so schlecht. Aber gut, mit A-Mod geht man halt auch ab. Und kannst mir nicht erzählen, dass die Leute hier nicht eben mit Aimbot da wieder rumgewichst haben. Die kleinen Ficker. Woher wusste er das? Das will. Guck mal, wie er das schon weiß. Ach komm, scheiße, red mich gar nicht drauf auf. Also so eine Top 5-Serie, denke ich, würdet ihr auf jeden Fall auch feiern. Mit dicken Preisen. Eventuell haben wir noch als zweiter, also der erste Platz kriegt Elgato und der zweite kriegt noch als Trostpreis ein 50er PSN. Von meinem Partner MOGA. Das wäre auch mal eine nice Sache, Freunde. Ja, verdient hier erster Platz. BWL 76, definitiv ein scheiß Aimbotter. Würde ich mal behaupten. Einfach. Ja, und in dem Sinne würde ich einfach sagen, lasst sie baumeln. Für mehr MW2 wisst ihr, was zu tun ist. Wiederschauen. Reingehauen.